Leute, jetzt gebe ich euch mal ein kleines Update von mir. Also wir konnten die letzte Zeit nicht so viel Aufnahmen machen. Ich wollte es eigentlich im Telefon machen, aber hat jedes Mal Soundprobleme, war das Display kaputt und naja, ihr kennt es ja, was man da alles für Probleme hat. Ich drehe mal die Kamera jetzt um. Also wir haben jetzt zuerst mal alles, die ganze Innenausstattung rausgeschmissen, die ganzen Stühle raus, den Boden raus, wirklich alles rausgemacht, die Seitenwände raus, um hier mal alles zu sehen, wie es da drunter aussieht. Im Allgemeinzustand war ja relativ gut. Ich habe jetzt nur hier allgemein noch ein bisschen Arbeit, ein bisschen Rost gesehen. Hier habe ich schon was rausgelasert. Da werden neue Stücke eingesetzt. Ist noch ein bisschen Chaos, weil ich nicht weiß, wohin mit dem ganzen Material. Also bleibt es halt im Bus. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon eine kleine Traverse eingeschweißt. Die soll letzten Endes zeigen, wie es nach aussieht. Also die Tür bleibt immer zu. Und die Tür gibt sozusagen der Einstieg. Hinter die Tür kommt eine coole Sache noch fürs Barbecue für den Sommer. Verrate ich aber noch nicht. Ja, also das ist im Moment der Stand. Hier unter den Boden, also der zweite Boden, der jetzt hier reinkommt. Also hier, das ist oben und darunter kommt noch ein Boden. So dass wir quasi zwei Böden haben, weil das ist ja ein Niederflur. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Raumhöhe, völlig unnötig und Platzverschwendung auch. Die Technik, so wie zum Beispiel die Presslufttanks fürs Fahrwerk, für die Bremsen und für die Türen, die kommen entsprechend dann in diese Zwischenräume rein, genauso wie der Tank. Und fürs Wasser, Abwasser und Grauwasser. Also wir haben nur Urin, ein Urinbehälter quasi, weil wir nehmen eine Komposttoilette und das Grauwasser vom Abwaschen und vom Duschen. Ja. Hier sind noch ein paar Klappen gewesen von außen, da war die Standheizung drin. Hier ist auch noch eine kleine Klappe gewesen, die kann man auch von außen öffnen. Ja, hier ist das Getriebe, die Einspritzanlage ist hier, ja, das wird alles erhöht, weil da drüber kommt das Bett. Die ganze Technik hier, was hängt, das ist das Motorsteuergerät, denke ich, oder eins davon. Das kommt ja, wie gesagt, kommt alles dann unter den ersten Boden. Also soweit so gut, noch einiges an Arbeit zu tun und ja, das mal vorab, ein kleines Update. Unten drunter sieht er wirklich sehr gut aus, wie ihr sehen könnt, es ist alles verzinkt, es ist wirklich sehr gutes Material und daher entsprechend wenig bis kein Rost an den Stellen hinter den Rädern, sowohl vorne als auch hinten, ist hier ein bisschen Rost gewesen, das habe ich alles schon entfernt, Rostumwandler drauf gemacht und dann wieder mit einer Spezialgrundierung gemacht, die wieder vor Rost schützt. Das wird aber alles noch mal gründlich Sand gestrahlt, dann nochmal Rostwandler drauf, dann grundiert und dann lackiert und dann soll es auch für die nächsten Jahre heben. Und dann wird er, denke ich, von unten zugemacht mit der Isolation. Und dann hoffe ich, dass die Feuchtigkeit dann die nächsten Jahre draus bleibt. Also, soweit, so gut. Eine Menge Arbeit. Das heißt auch noch, es gibt noch eine jede Menge Updates. Ja, so viele Dinge zu tun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich heute anfangen soll. Also wir müssen noch
Was wichtig ist, wir müssen noch die Radkästen rausmachen, die also die Radläufer hier. Das Seitenblech muss hier noch weg, also Seitenaluminium. Ansonsten schleifen. Ja. Und dann mal aufräumen, das ganze Chaos. Also, fangen wir mal an. Bodenstücke hier noch rausmachen. Und ja, ich denke, es wird eine ziemliche Sauerei. Also, fangen wir mal an. Das wird ein Wohnmobil. Ah, das da! Das wird dann ein Wohnmobil? Ja. Oh, ach hier. Also, Sie bauen dort schon ein Wohnmobil? Ja. Aha. Also alles rausgerissen, ne? Ja, wird alles rausgerissen. Ja. Alles repariert, was zu reparieren ist. Oder? Und unterirdisch. Ja. Wissen Sie, wir haben sehr viele Verwandtschaften. Wir haben auch eine VW wie Sie. Und wir kaufen auch ein Wohnmobil. Okay. So, nach 3 Stunden Arbeit, bis das draußen war, das war unglaublich jetzt. Etwa 3 Stunden jetzt gedauert. Jetzt könnt ihr hier sehen, da ist ein wenig Rost. Nicht so schlimm, alles gerade Flächen. Das hier wird abgeschnitten hier. Dort wird abgeschnitten. Hier wird abgeschnitten. Und dort hinten, dann kommen dort neue Stücke rein. Schön lackiert. Fertig. Sollte dann gut sein. Ja, das ist eine Überraschung. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so wild rauskommt. Aber naja, 4 Stunden mehr Arbeit wieder. Das wird schon gehen. Also soweit so gut. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja liken, mir einen Daumen hoch geben und natürlich mir meinen Kanal abonnieren für die nächsten Folgen. Ich denke, nächste Woche mache ich gleich wieder eine. Und ja, bis dahin, alles Gute, ciao.